So, die spannende Frage ist, was machen wir jetzt? Wir gucken einmal ins Feuer. Haben wir etwas, das gegrillt werden muss? Wir haben 8 Miet, die können wir mal grillen. Die Narkobären halten die noch ein bisschen. Dann 2 Minuten laufen die ersten ab. Das ist ärgerlich. Ups. Jetzt kommt, wenn man gerade eben Stranded Deep gespielt hat, dann drückt man plötzlich auf Tab für Inventar. Obwohl das in diesem Spiel gar nicht für Inventar ist, sondern für Chat. Ja, na Dumbo. Für den Guten müssen wir uns noch einen Sattel craften. Wir müssen irgendwie leveln. Wie können wir leveln? Ach, Dumbo folgt uns noch. Das ist doch... Also, da fällt mir jetzt gar nichts mehr so ein. Dumbo! Disable Following. Lassen wir ihn da einfach mal so dekorativ vor unserem Haus stehen. Dodos haben schön warm am Feuer. Das ist hervorragend. Muss der was essen? Nö, noch nicht. Ich muss den beiden echt immer hinterherräumen. Das ist unfassbar. Consumable? Oh, bitte nicht. Inwieweit können wir das denn konsumieren? So, schauen wir mal. Wie sehen wir aus? Unsere Rüstung ist etwas angeschlagen. Können wir das eigentlich in diesem Zustand schon reparieren? Nein, können wir nicht. Okay. Es ist Nacht und es ist schlechtes Wetter. Ah, ich glaube, wenn man jetzt auf den Wasserskin, auf das Waterskin, auf die 7 guckt, sieht man, ob die blaue Leiste ist, also sozusagen der Wasserfüllstand. Und der verliert jetzt ein bisschen Wasser. Das sieht man daran, dass die Leiste rechts ein bisschen abgenommen hat. Okay, jetzt verstehe ich den. Wenn der blau ist, ist Wasser drin. Das heißt, wenn ich jetzt ins Wasser gehe, müsste er sich ja wieder füllen. Na, füllt er sich? Irgendwie nicht, ne? Ha. Müsste sich doch jetzt eigentlich füllen. Bleibt man nicht so lange im Wasser im Dunkeln, weil es gibt auch einige aggressive Meeresbewohner. Und in dem Dämmerlicht sehe ich nicht, wenn die sich an uns anschleichen. Und das kann ganz schnell böse ausgehen. Krass, der Feuerschein von dem Feuer. Ich dachte eben, was brennt denn hier? Also, ich kacke. Kimi kackt. Meine Güte. Dumbo, du vielleicht auch noch. Dumbo ist erstmal gelevelt. Das gefällt mir. Der kriegt ein bisschen mehr Gesundheit. Nee, er ist noch nicht gelevelt, er ist kurz vor leveln. Verdammt. Wie sieht's hier aus? Gelevelt? Ja, nein, vielleicht. Kurz vorm Leveln. Und das sehe ich so, dass das noch dauert. Feuer kann aus. Und schlagartig ist es dunkel. Nicht, denn wir haben eine Fackel. Fast Travel. Drop Items, okay. Rename Bed. Schnarchhausen. Schnarchhausen Bed, genau. Personal Owner Kevinian, das ist mein Ziel. Hier kann nur ich pennen. Will hier eigentlich mal... Nö, Zimmerpflanze, okay. Ja, die Nacht, die Nacht. Wir können so schrecklich viel machen bei Nacht. Ich bin gerade im Überlegen, womit ich die Nacht überbrücke. Ich habe fast gesagt, wir gehen Ressourcen sammeln, aber das ist ein bisschen unnötig, weil wir haben alles noch. Futtern.
Ich will leveln, aber wie leveln wir am besten? Durch Bauen, ja? Wir haben mal keine Bau-Engrams im Moment, die wir machen können. Dann würde ich sagen, gehen wir jagen. Grundsätzlich nicht verkehrt, haben wir noch Narkobären. Können wir uns also irgendwas tamen? Wir können. Das ist doch wunderbar. Wie steht's denn um den Gentleman hier? Der scheint mir da festgebackt zu sein. Ob was auch ist? Ist er nicht? Oder? Ist er nicht? Ist er nicht? Hat er uns weit weggeprügelt? Der hängt ja schon ein bisschen fest, Baby. Warum tut uns das weh, wenn wir den hauen? Das trifft uns doch gar nicht. Okay, er hängt definitiv fest. Das heißt, wir können versuchen, ihn K.O. zu hauen und zu tamen. Ist ein bisschen feige, die Vorgehensweise, aber wenn sie funktioniert. Hi. Verdammt, ich dachte, ich bin ihm ausgewichen. Gut, er kann sich definitiv nicht bewegen. Huch, das war die Aufregung. Diesmal bin ich dir ausgewichen, mein Guter. Ha! Daneben! Daneben! Sich da nieder. Tamen wir uns einen Triceratops. Oh, das könnte dauern. Ich gehe mal weiter Bären sammeln. Den kriegen wir. Und wenn nicht, hauen wir ihn kurz vor Ende einfach um, dann kriegen wir mindestens noch Lederhose, Fleisch und unsere Beeren. Hitwist for Harvest. Ja, mach ich doch. Narkobären, sehr gut, die brauchen wir. Eben ging's doch, so. Na, macht das Taming Fortschritte? Oh, das kann dauern. Taming Effekt. Taming-Effektivität 99%. Das hört sich doch erstmal ganz gut an. Genau, schön und schön essen. Braver Junge. Oh Mann. Oh boy, das wird ein Abenteuer. Wenn wir das schaffen, sind wir gut. Etwas still, weil ich sehr konzentriert bin. Den zu tamen wird nicht einfach. Gut, wie gesagt, im schlimmsten Fall die uns halt als Fleisch- und Lederquelle, aber ich würde ihn lieber tamen. Das würde mir doch sehr gefallen. Ich habe echt schon einen halben Zoo bauen. Stehen fehlt noch eine Schildkröte und einen Fleischfresser. Den holen wir uns dann, sobald wir die Steinschleuder haben. Oh, schon wieder.
Oh, das wird dauern. Vielleicht schneide ich das auch gleich kurz ein bisschen einfach raus. Weil jetzt hier eine Viertelstunde vor dem zu stehen und ihm beim Taming zuzugucken, da hat glaube ich keiner Bock drauf. Gucken, wie schnell das jetzt gleich vorangeht. Gib mir Narkobären, gib mir Narkobären. Das wird dauern. Hier, friss. Und friss auch ein paar davon. Habe ich mir eventuell zu viel vorgenommen. Ich glaube, ich pausiere einmal kurz die Aufnahme und schalte dann wieder ein, wenn er erfolgreich getamed ist, weil das wird hier definitiv etwas länger dauern. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zum großen Showdown. Das Taming ist gleich fertig. Na, komm, mein Guter. Du willst es doch auch. Wir haben einen Triceratops getankt. Der heißt Don. Er ist da nicht ein Prachtbursche. Wie der mit 167. Gewicht 360 von 3000. 375 Life. Was ist das denn für ein Monster? Alter Schwede. Ja. Du kommst mal mit. Don. 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 Enable following. Mitkommen. Wow. Was für ein Prachtbursche. Es hat übrigens über eine Viertelstunde gedauert, den zu tamen. Also das wären zwei Folgen geworden. So. Ich führe ihn mal außenrum, nicht, dass er auf die Idee kommt, seinen Artgenossen anzugreifen. Ich würde Don ungern gleich wieder verlieren. Der scheint auch völlig vergessen zu haben, dass wir gewaltsam auf ihn eingeprügelt haben. Er trottet uns brav hinterher. Don, hilf uns! Good job. Don gleich seinen Praxistest bekommen. So. Och, wenn der geht, bebt die Erde. Wir brauchen einen Sattel für den. Wenn wir auf dem hier umherreiten, sind wir... Ja, sind wir der Boss. Möchtest. Komm erstmal näher ran. Willkommen in der Familie. So. Genau, ich hatte dem Guten noch ein bisschen Holz aufgeladen. Irgendwie muss ich ja die Zeit überbrücken. Ich habe übrigens festgestellt, wenn man den Quadranten verlässt, und zwar ist zufälligerweise diese Feldspalte, die wir da eben als Grenze unseres Gebiets auserkoren haben, ist die Grenze eines Quadranten. Wenn wir den durchqueren, regeneriert sich das Biom wieder. Dann sind die Pflanzen wieder da. So, aber ich beende die Aufnahmen einmal an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wo wir vielleicht mit Don auf eine kleine Wanderschaft gehen werden. Bis dahin, ciao!